Ja, willkommen zu unserem Angelmorgen. Hat etwas turbulent gestartet. Wir sind gerade von einem Stier hier schon richtig flott gemacht worden auf der Weide, der das nicht so lustig fand, dass wir hier angeln wollen. Jetzt sind wir aber schlussendlich doch im Bach. Eigentlich war der Plan, heute Zanderfischen zu gehen, sage ich ganz ehrlich. Aber vor 2 Wochen ist ja meine Rute kaputt gegangen, die ich wirklich seit Jahren ja gefischt habe. Und jetzt habe ich eine neue. Und jeder kennt das. Man kann nicht damit angeln gehen. Deswegen muss ich die heute wenigstens einmal einweihen. Und da es wieder eine kleine Route ist, quasi meine Forellenroute wird, sind wir wieder an den Bach gefahren, wo wir letztes Mal waren, weil es hier auch richtig, richtig gut war. Sind wir jetzt bei den Leuten direkt hin am Haus. Ne? Ja, da ist er. Erster schöner Fisch auf die neue Route. Schöne Bachforelle. Bisschen zu klein ist der Fisch, der geht auf jeden Fall zurück. Ja, super. Wenigstens mal die Route eingeweiht. Ihr habt ja diesen Spot gesehen, an dem ich gerade die Bachforelle gefangen habe. Es war auch wirklich fast klar, dass ich da eine fange. Unten ist es sehr ruhig. Das ist im Moment im Sommer eher Döbel anzutreffen. Hier sieht man, wie die Strömung hier runter rauscht und dann voll gegen diese Außenkurve hier drückt. Da hat sich eine tiefe Rinne ausgewaschen. Da ist richtig Druck drauf, gerade wenn es warm ist. Jetzt ist es außen kalt, aber das Wasser ist noch warm. Gerade im warmen Wasser stehen die Forellen fast immer direkt in dieser Strömungsfahne drin oder auch direkt an den Steinen am gegenüberliegenden Ufer und kommen dann halt immer jeweils raus in die Strömung, wenn irgendwas Fressbares oder vermeintlich Fressbares, der Köder, vorbeikommt. Und das sind Spots, an denen man eigentlich immer Bachforellen fängt, wenn dann nicht schon vorher halt zu viel geangelt worden ist. Genau, wenn ihr vorhabt, den Angelschein zu machen, guckt gerne mal unter www.einfachangeln.app nach. Wir haben jetzt einen Vorbereitungskurs, eine App entwickelt, die euch perfekt auf die Fischerprüfung vorbereitet. Wenn ihr daran Interesse habt oder jemanden kennt, der daran Interesse hat, dann wie gesagt gerne mal unter einfachangeln.app nachschauen. Ja, ganz interessante Sache eigentlich, was mir selber jetzt gerade sehr auffällt. Ich habe ja jetzt wirklich jahrelang mit meiner alten Route gefischt und die vom Wurfgewicht und von der Größe eigentlich gleich ist, aber insgesamt in der Aktion doch deutlich parabolischer, also deutlich durchgängiger war in der Biegekurve und natürlich auch schon ausgeleiert über die Jahre. Bei der hier, die ist ja noch ganz neu, die ist sehr straff, merkt man, dass ich die Bremse ein bisschen weiter aufmachen muss zum Beispiel und dass auf diese ganz kurzen Distanzen das wirklich im Moment noch für mich ein bisschen schwierig sogar ist. Ich hatte jetzt schon einige Fische, die ich verloren habe, weil Bachforelle unglaublich gerne ausschlitzt, sehr weiches Maul hat und so kurze Attacken nur macht und dann braucht ihr unmittelbar richtig, richtig viel Puffer. Also selbst so ganz winzige Nuancen, eigentlich ist das fast die identische Route, aber im Neu machen richtig was aus. Also das merkt man schon, wenn man
jahrelang halt mit einer Route so gefischt hat, wie sehr man sich darauf eingestellt hat. Ich bin mal gespannt. Oh, wie geil! Oh, wie cool! Ja, ich muss gestehen, mein Tag ist wirklich gerettet. Ich bin gerade super happy. Ja, ich habe eine Fischart gefangen, die hier früher wirklich absolute Massenfischart war. Ich setze die zurück, die ist total. Die will gerne weiter schwimmen. Oh, wie schön. Ist auch echt. Der Fisch meiner Kindheit, wie gesagt, war früher hier in absoluten Massen vorhandene Esche. Hat sehr gelitten, der Bestand, ist fast komplett zusammengebrochen. Wir haben hier, diese Problematik kennt man ja eigentlich überall in Deutschland oder in ganz Europa, sehr hohe Kormoranbestände, insbesondere im Winter, die Esche ganz, ganz stark dezimiert haben. Mittlerweile ist es wirklich eine Besonderheit, die hier zu fangen. Früher hat man sie in Massen gefangen und für mich auch natürlich immer wieder schön zu sehen, dass überhaupt noch welche da sind. Und auch wenn es nur noch Einzelexemplare sind, aber ja, dass da noch ein Bestand ist, aus dem vielleicht ja auch irgendwann wieder ein guter oder größerer natürlicher Bestand hervorgehen kann. Also wie gesagt, mein Tag ist gerettet. Ich bin super happy. Ist auch schön. Sehr geil. Wow. Schöne Bachforelle. Ui, wie ist die denn rausgeschwommen? Die war schon komplett im Kescher. Okay, so kann man sich irren. Ich habe gerade schon gesagt, hier fangen wir wahrscheinlich keine Forelle. Es ist total langsames Wasser gerade hier. Man sieht ja, das ist so ein bisschen aufgestaut da vorne. Aber ich habe die direkt versorgt, weil ich die auch, glaube ich, nicht lösen, also hätte lösen können. Die ist auch locker groß genug. Die hat den so gegriffen, dass der wirklich in den Kiemen auch hängt. Und dann finde ich es auch einfach besser, bevor man jetzt hier eine riesige Operation vornimmt, den Fisch vorher zu versorgen. Ja, super schöne Bachforelle. Auch groß, also über 30. Das heißt wirklich auch als Speisefisch perfekt. Ungewöhnliche Stelle hier, finde ich. Also ich werde mit dem Routendebüt immer zufriedener. Zwei schöne Forellen, eine Esche. Die Bachforelle hier ist auch richtig gut. Ein paar Meter haben wir noch vor uns. Bin ich mal gespannt. Super, ey. Wieder sehr schöner Fisch. Schöne Bachforelle. Super. Ja, läuft. Fisch.
Nächste schöne Bachforelle, gerade hier auch schon Anfasser gehabt von der anderen kleinen. Die ist auch zu klein leider. Kleine 20er. Ja. Ja, läuft. Also hier sind viele Bisse, viele Fische, auch viele kleine Forellen, aber so gehört es ja auch in einem guten Forellenbach. Hier ist Reproduktion. Ich fische ja, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, bewusst relativ groß mit auch großem Drilling. Heißt, man hakt den ein oder anderen Minifisch nicht und verliert auch den ein oder anderen kleinen Fisch. Aber ich finde, schlussendlich ist das auch besser, als mit einem Nuller- oder Einser-Spinner hier zu angeln und halt eine 15er Bachforelle nach der anderen zu fangen. Weil das ist hier auf jeden Fall machbar. Aber ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Von daher, das ist schon gut so. Ja, die ist schon extrem klein. Der Spinner ist auch schon direkt zum Glück raus. Die war übermütig. Kleine so eine 15er Bachforelle oder so. Ups. Nächste Bachforelle. Ich habe schon gesagt, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ich weiß nicht genau, ob ihr es auch so gut sehen könnt, aber der Bach hat auch jetzt wirklich mal diese Betonschale quasi verlassen. Der war ja voll ausgebaut die ganze Zeit. Hier sieht der traumhaft schön aus. Und darf auch hier wieder fließen. Schöne kleine Bachforelle. Das ist eine super Geschichte mit diesen tiefen Keschernetzen. Die sind klatsch. Das Netz ist natürlich klatschnass. Ich kann die total gut handeln. Und bin mir auch absolut sicher, dass diesen Fischen gar nichts passiert. Ja, sehr schöner Angelmorgen und ich muss sagen, ein gelungenes, perfektes Routendebüt. Eine gute Forelle gefangen, einige Forellen auch insgesamt. Für mich als absolutes Highlight die Esche, die eigentlich auf Spinner ein eher seltener Beifang ist. Mit Trockenfliege, Nymphe und so fängt man die doch deutlich selektiver oder spezifischer auch dann Esche. Witzig für mich, dass ich am Anfang ein bisschen Probleme hatte mit der neuen Rute, logischerweise, weil ich die noch gar nicht gefischt habe. Die ist viel straffer, schneller. Ich darf keine so festen Anhiebe setzen wie mit der anderen Rute und muss den Drill ein bisschen langsamer auch machen, bremse ein bisschen mehr auf. Dann hat es aber super funktioniert. Jetzt am Ende war es ganz, also richtig gut zu fischen. Absolutes Plus, muss ich mal ehrlich sagen. Die Feinfühligkeit ist extrem hoch und die Rückmeldung mit Bissen, mit Bodenkontakten und so ist immens gut. Also richtig, richtig gut insgesamt. Ja, bin ich mal gespannt. Wird mich hoffentlich auch die nächsten Jahre begleiten, so wie die andere. Ja, mir hat super gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.